Nicht wie in Super Mario. In Super Mario Bros. 1, da war es ja wirklich. Da musstest du das ganze Spiel von vorne beginnen, wenn du da. Ist nicht mehr Super Mario. Nur Bros. 1 Zeit. Dass du das gleich neu machen musst. Okay, ja, wie halten wir den denn auf? Wie machen wir das denn am dümmsten? Also hier müssen wir uns hinstellen, den mal in die Bahn weisen. Wie machen wir das jetzt hier? So machen wir es schon mal nicht. Ach, machen wir jetzt auch wieder Ewigkeiten für ewige Versuche. Und ich habe es an meinen vorbei geschafft. Zum Glück gibt es ja keinen Fallschaden, wenn man im Schnee landet. So. Alle guten Dinge sind 30.000. Ja. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Unten? Okay, dann geht's los. Willkommen zurück zu einem Part. Ja, wir fangen nochmal von vorne an. Wie machen wir denn das jetzt? Wie ist die Frage hier? Und wie stehe ich hier? Kommt der Ball hier? Na komm, hier! Ja. In die Richtung schieben, boxen müssen wir vielleicht hier. Das wäre eine Möglichkeit, in die Richtung boxen. Können wir mal versuchen. Oh wei. Lass mich durch, lass mich durch. Verdammt. Game over. Den zweiten Game Over haben wir jetzt hier. Ich bin motiviert, das hier noch weiterzumachen. 10 Minuten machen wir es noch. 10 Minuten. Oder ich schaff's jetzt hier. Es ist die Zeit, die ich für diese Aufnahme veranschlagt habe. 10 Minuten machen wir es jetzt noch. Baut mir einen Schneemann. Dass Schneemann bauen jemals so schwierig sein könnte, das habe ich mir auch nicht gedacht. Und ich schwitze mich hier zu Tode, während ich hier einen Schneemann bauen soll. Ist schon ironisch, hier irgendwie in dieser Winterlandschaft zu schwitzen. Jetzt aufzählen, aufstehen, Mario. Und den Schneemann zurechtschubsen. Durch Boxen könnte man den aufhalten. Oder wie soll ich das? Ich weiß es nicht. Es ist hier wirklich katastrophal. Boxen könnte ich mir vorstellen. So könnte man unter Umständen auch so einen Schneemann besiegen. Ich bin hier nur am Sterben. Unten. Ich kann mich nur entschuldigen. Aber ja, ihr seid schon mal leider schon gewohnt. Auf meinem Kanal ist doch nichts Neues. Wenn die neu sind, verzagt nicht. Es gibt auch manche Sachen, die besser laufen. Jetzt bin ich am Schneeball gestorben. Nicht. Ich brauche hier heute unnormal lang. Na gut, man kann nicht behaupten, dass es in den anderen Kursen besser gewesen wäre. Aber gut.
Stopp mal den verdammten Ball. Wir können mal das Pinguin-Baby einfach davor stellen. Ja. Ich weiß nicht, was ist hier der Plan bei der Sache. Wenn ich mich davor werfe, werde ich von dem Platt gewälzt. Das ist hier eigentlich nicht die Option. Setzen wir hier unten. Den Ball in die Richtung schubsen. Das kann ich mir vorstellen. Ich werde überrollt von dem. Wie? Wie kriegen wir den in die Richtung? Da ich mal gerade ein bisschen gegoogelt. Wenn man nicht weiter und weiter weiß, kann man das mal nutzen. Das soll die Lösung sein. Aha. Da bin ich aber gespannt. Das will ich sehen. Und das soll die Lösung dafür sein. Okay. Da waren wir ja schon dicht dran. Das haben wir schon so oder so ähnlich mal versucht. Okay, machen wir es mal. Versuchen wir es mal. Und wenn Super Mario Wiki das so meint. Tun wir das. Dann würde es theoretisch auch gehen, wenn wir den anderen Weg nehmen. So. Nee, denn, jetzt rutscht doch nicht. Aha. Hinter den Kopf stellen. Aha. Okay. Erzählt mir das Wiki entweder Blödsinn oder ich weiß auch nicht. Mama mia. Zu meiner Verteidigung. Stern Nummer 5, Bauer im Schneemann. Am Anfang muss Mario mit der Schneekugel reden und rutscht dann den Weg. Ohne Abkürzung hinunter. Unten angekommen muss Mario sich hinter den Schneekopf stellen und die Kugel warten. Ist sie angekommen, übergibt den Powerstern. Mario 64 Sterne. Super Mario offizielles Wiki. Nicht Wikipedia. Super Mario Wiki. Und die Fanseite. Und woran liegt's da? Hinter dem Schneekopf stellen. Stehe ziemlich direkt hinter dem Schneekopf. Kann auch so hinter dem Schneekopf stehen. Der rollt da. Der rollt vorbei. Ich
Glaskugel. Ja gut, ich glaube, ich mache eine kleine Aufnahmepause hier. Ich weiß eigentlich auch gerade nicht, wie es weitergeht. Und ich schaue mir da mal, es gibt bestimmt mittlerweile Let's Plays und Walkthroughs dazu. Auf YouTube schaue ich mir das mal an. Nächsten Aufnahme hier weiter. Wir sehen mal, was ich euch dann daraus zurechtschneiden kann. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Ja. Ja, welche Quest können wir jetzt hier noch am leichtesten machen? Wir können uns noch einen Stern abholen. Können wir nochmal das Rennen machen zum Schluss hier. Und nochmal das Rennen. Da gab es ja noch einen Stern, den wir schon uns geholt haben. Damit wir hier kein Leben verplempern müssen. Verplempern. Ich finde das so ein Wort. So. Jetzt hier noch sterben, das wäre der Wahnsinn. So. Und ich gehört mir dazu, solche Fails. Solche Sachen kommen vor. Oder so. Und so kann man es auch beenden. Können wir auch so machen. Ich mach's dann, glaube ich, offscreen. Ich mach dann die Kugelsache mach ich dann. Die Kugelsache, die Schneekugelsache mache ich offscreen und dann sehen wir zum nächsten Part wieder. Im nächsten Stream ist. Nächste Aufnahme. Ist kein Stream. Ja, schauen wir mal. Bis dahin, haut rein. Habt einen guten Tag. Däumchen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Und damit seid ihr gewusst, mein Zweck, wieder machen wir zu dem zweiten Part. Das ist jetzt noch der alte Part. Ich schneide das jetzt hier. Ich habe jetzt hier ganz plötzlich das hier hingekriegt. Herzlich willkommen in diesem Kurs. Kannst du den roten Schalter entdecken? Löst du ihn aus? Kannst du in allen roten Blöcken Federkappen finden, mit denen du fliegen kannst? Nimmst du den Dreisprung, um den Flug zu starten. Die Kontrolle funktioniert wie bei einem Flugzeug. Ja, die Kontrolle, ich habe das schon auf dem 3DS gespielt. Das ist, die Kontrolle hier ist ziemlich scheiße. Um es harmlos auszudrücken. Bewege den L-Stick nach oben, um zu sinken und nach unten, um zu steigen. Es ist wirklich, ja. Wir haben schon einen. Wir haben schon eine Feder. Dieses Level ist hier wirklich nicht so toll. Sag ich mal. Wir versuchen hier gerade mal zu landen. Ach, die roten Münzen müssen wir ja auch noch sammeln. Ist ja auch noch eine Quest. Ja. Sehr spaßig. Kommen wir irgendwie an die roten Münzen ran, oder wird das nichts mehr? Jetzt verlieren wir unserem... Ach, verdammt. Haben wir es gerade mal vergeigt. Okay, können wir nochmal machen. So, hier und dann... Wie habe ich das gerade gemacht? Und jetzt hochgucken. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Verdammt. Irgendwie habe ich nach unten gedrückt, um hoch zu gucken. So nach unten zentrieren und... Verdammt. Jetzt hänge ich hier wieder rum. Nochmal hier vom Eingang aus. Ich komme hier rein. Auf Mario zentrieren und... Ja, jetzt verschwindet das schon wieder. Ja gut, das ist jetzt dumm gelaufen.
Nee, so soll das eigentlich nicht. Mit der linken Taste steuere ich. Das ist jetzt hier wieder eine Wissenschaft. Einmal habe ich es hinbekommen und dann bekomme ich es nie wieder hin. So sieht es bei mir aus. Diese Steuerung. Ranzoomen. Wie habe ich das gemacht? Ach, verdammt. Na ja, gut, weiter geht's erstmal hier in diesem Kurs. Und wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Ach ja, stimmt, ja, den Schneemann habe ich geschafft, die Mission habe ich geschafft. Zeige ich dir mal einen kleinen Ausschnitt. Ja, und weiter geht's hier. Schon wieder hier. Denke an den Wandsprung. Schon wieder mal hüsteln. Ja, hier haben wir den Schneemann. Boah, den Schneemann haben wir dann doch irgendwie geschafft. Habe ich offscreen gemacht. Habe ich dann doch noch hingekriegt. Gut. Nummer 6. Dann geht's an die Münzensammlerei. Denk an den Wandsprung. Da weiß jetzt auch nicht, was damit zu verstehen ist. Man muss jetzt erstmal rausfinden, was überhaupt Phase ist. An den Wandsprung. Man muss jetzt erstmal mich fragen, was überhaupt hier gefordert ist. Hier können wir hoch. Vielleicht können wir hier irgendwas Wandsprungmäßiges. Tja, irgendwie nicht. Da kamen wir zum Stern von den roten Münzen. Das war hier die Aktion. Das ist auch ganz praktisch für die Münzensammlerei hier. Denk an den Wandsprung. Müssen wir uns hier irgendwo hineinwagen? In gefährliche Gebiete reinwagen. Gut, bevor ich hier noch öfter scheitere, hier haben wir übrigens den Schneemann. Guten Tag. Schau ich durch mal nach. So dreist bin ich einfach mal. Aha. Alles klar. Verstehe ich nicht. Ja, okay. Schauen wir mal, wo uns der Stern erwartet. Angeblich sollen wir hier mal runter. Mal schauen, wo wir hier den kleinen Stern finden. So. Okay, nicht mit der Kanone. Und dann? Ach du Schreck. Ich habe schon so eine Vermutung, wo wir da hin müssen. Da unten, seht ihr das? Da unten. Ja, jetzt können wir sowieso noch fällen. Den Seilbahn nicht geholt. Verdammt. Vielleicht muss da unten hin. Vielleicht muss ich mich da hinschießen lassen. Da unten ist nämlich nochmal eine Kanone. Versuch mal nicht zu häufig zu sterben. So, hier mal die Abkürzung nehmen. So kommen wir am besten da runter. So. Und 3 Leben habe ich noch. Das war eine Münzenanzahl, die auf Null stand.
Gut. Ich fürchte, wir müssen darüber zu dem anderen Baum dort. Genau zu dem Baum dort. Da müssen wir hin. An den Baum müssen wir rankommen. Oha. Knappe Sache. Okay. Jetzt sind wir hier. Und nun. Und nun. Auweia. Das kann ja was werden. Und den Gegner hier auf dem schmalen Pfad. Hier bin ich noch nie hingekommen. Das habe ich noch nicht mal privat. Nicht mal, als ich Mario 64 privat gespielt habe. Bin ich hier mal lang. Das ist hier wirklich Premiere. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Vielleicht gab es das in der DS-Version noch gar nicht. Ich bezweifle das, aber. Wahrscheinlich gab es diese Mission schon irgendwie. Aber ja. Okay. Erinnerst du dich an den Weitsprung? Renne, drücke ZL und spring. Renne, drücke ZL und spring. Blödsinn. ZL ist der Stampfsprung. Fehlübersetzung oder was? Den Wandsprung, na dann. So geht er nicht. Mama mia. Vielleicht kriegen wir den Doppelsprung, den Doppel- und Dreifachsprung hin. Vielleicht kommen wir damit irgendwie rüber. Wandsprung. Mit ZL geht das nicht. Oder irre ich mich da? Wahrscheinlich irre ich mich da. Gut, ein paar Versuche werden wir sowieso dafür verbrauchen, weil ich es auch gerade zum ersten Mal mache. Ist sowieso. Ich wundere mich, dass das bisher noch nicht. Gab es doch bestimmt, oder? Die Mission gab es auch in der DS-Version. Und da irre ich mich da komplett. Und wenn es das nicht in der DS-Version gab, dann liegt es vielleicht daran. Oh wei. Zu tief. Mama mia. Auf ein neues. Gut. Das wird hier noch einige Anläufe brauchen. Ja. Vielleicht schaffen wir es dann doch irgendwann mal. Ja, komm hier und. Lass mal das richtige Ziel üben. Hier über den Baum. Und dann gerne noch ein bisschen höher. So, hier. Sehr gut. So kommen wir auch wieder zurück mit der Kanone. Brauchen wir gar nicht. Zurück wollen wir hier gar nicht. Wir wollen voran. Na komm, komm zu Daddy. Die können uns auch übel runterwerfen, wenn die uns angreifen. Die haben ein bisschen Rückstoß. Ich glaube, wenn die uns treffen, es wird schlimm. Okay. Was macht die Kamera? Wandsprung. Ich riskiere es mal. So geht's auch. Das Herz. Ah, okay, hier ist jetzt Wandsprung gefragt. Ach du Schande. So viel können wir nicht mehr so viel runterfallen. Genau dieser Wandsprung. Genau dieser. Aber was hat das mit ZL zu tun? Das drückt hier gar kein ZL. Lediglich den linken Steuerknüppel und B zum Springen. ZR macht hier Ducken. So, hier. Da brauche ich gar kein ZL dafür. Ach du Scheiße. Ich muss nochmal Wandsprung machen. Hier kann ich auch runterfallen. Ach du Schande.
Angst. Ach so, kann ich nur hier runterfallen und hier neue Lebenspunkte sammeln. Das ist ja sehr schön. Ich kann mich wieder heilen. Das muss geübt sein. Auwei. Es sah fast so, als könnte ich da ganz nach unten fallen. Sieht immer schlimm aus. Ist es, glaube ich, gar nicht. Da muss noch einen Dreifachsprung zusätzlich machen, glaube ich, um da hochzukommen. So, hier. Ein bisschen Übung brauche ich hier. Dreifachsprung plus Wandsprung. Auwei. Sehr fortgeschrittenen Skills. Verdammt. Noch ein bisschen weiter links und ich fall runter. Na komm, das kriegen wir doch mittlerweile ganz gut hin. Das war kein Dreifachsprung. Das war ein Einfachsprung. So. Hops. Verdammt. Sechseinhalb Stunden später. Ja, mein First Try. Das schneide ich echt so rein, als wäre das First Try. First Try. Jetzt noch rüberrutschen. Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande, 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 ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande, ich schaff das nicht nochmal. Ach du Schande, 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 ach du Schande. Durchatmen. Ganz ruhig. Wir haben schon die Hälfte. In kleinen Schritten zum Ziel. Ich werde wahnsinnig, wenn ich jetzt hier runterfalle. Na komm. Auf einer Strecke kommt man ans Ziel. Meine Flosse. Puh, haben wir das mal geschafft. Das war eine Aktion. Meine Fräse. Denke an den Wandsprung. Ja, ich dich auch. Denke an den Wandsprung.